Ich bin noch nicht so weit. Nein. Du hast ja ein kleines Bäuchlein bekommen. Das ist aber süß. Ja. Activision presents a smashing blast from the past. Ah. Kannst du auch das Foto angucken, was ich gemacht habe, aber nicht löschen. Toll. Das habe ich nur gefunden, dachte ich, das ist lustig, das kann ich dir schicken. Vielleicht kriege ich auch was. Guck dir das Bild an. Nein, ich weiß nicht. Ja? Echt? Mit Hunden? Nein, hör auf, in das Tablet reinzubeißen. Gut, danke. Nein, nicht weit. Ja, danke. Du brauchst. Ja, sieht gut aus, ne? Mittlerweile kommt deine schöne Fellfärbung auch mal so ein bisschen raus. Ja. Ja, ich hab den doch heute gekämmt. Der ist strubbelig, das sind denen seine Haare. Weil der lange und kurze Haare hat. Der hat ja langes und kurzes. Das siehst du ja hinten an den Beinen, diese langen Dinger, die da abschneiden. Das sind seine langen Haare. Mit wem? Wie mit welcher Alten? Okay, wieso? Nee, wie gesagt, ich bin öfter weggepennt. Nee, ich habe nur das andere vorhin ein bisschen geguckt, aber nicht lange. Ja, war nicht schlecht. Hm. Frag mich nicht mehr. Frag mich nicht. Ich will es nicht mehr. No. Ja, jetzt schon auch kurz geregnet. Also, ich habe heute wieder Hitze, glaube ich. Nee, gestern war mir auch kalt. Was? Aber ich muss sagen, am Rücken habe ich noch nicht gesehen, dass Sammy sich am Rücken putzt. Irgendwie. Nee, Kopf und so und vorne im Brustbereich, Pfoten, ja, das macht er alles.
Ohren. Aber hinter Rücken irgendwie nicht. Oder Bauch. Und Geschlechtsteile so. Das macht er. Naja, das macht er öfter, aber am Rücken habe ich es noch nie so gesehen. Nee, natürlich kommt der da ran. Die Hasen machen es doch hoch. Ja, stimmt schon. Ja, ich glaube auch die Bürste, die ich für ihn habe, ist nicht so hundertprozentig. Aber der noch so klein ist und so kleines Fell hat, deswegen, also weiches, zartes Fell hat. Benutze ich ja zurzeit noch den Hasenstriegel. Weil der halt klein ist. Was? Der wird groß, ja. Und dann wollte ich ja so einen Forminator holen. Aber jetzt, wenn ich einen Forminator, wo ich ja nur einmal drüber gehe, habe ich die ganze Katze gekämmt. Deswegen lohnt sich das Ding jetzt, finde ich, noch nicht. Vor allem, weil der auch so weiches Fell hat. Da bist du ja fast direkt schon durch. Oh, der hat weiches Fell. Ich weiß jetzt gar nicht, was Mimi für ein Fell hat. Ja, könnte man sagen. Ich würde jetzt sagen, so ein Fell wie Lilly, aber noch nicht so dicht. Aber du weißt ja nicht, was Lilly für ein Fell hat. Ja, Lilly, die sieht immer aus wie in ihr Öl. Die glänzt manchmal wie so eine Speckschwarte. Ja gut, die verbringt auch einen halben Tag damit, sich zu putzen überall. Ist halt eine Frau, ne? Ja. Hm? Ja, klar. Das sind ja Zwerge, die ich habe. Es gibt große. Die werden bis zu 12 Kilo schwer. Was denkst du denn? So ein deutscher Riese? Hm, ja klar. Ah. Oh, ich will mal nach Japan. Da gibt es eine Haseninsel. Da laufen, da sind so wie so ein großen, wie so ein Park ist das und da leben nur Hasen. Da habe ich schon so viele Videos von gesehen. Das ist so toll. Hä? Boah. Also, das ist krass. Okay. Ja. Warte, ich zeig dir das Video mal von dieser Haseninsel. Und wo kriege ich den Link her? Teilen. Link teilen. WhatsApp. WhatsApp oder wo? Den Link, okay.
Da möchte ich mal hin. Boah. Boah. Wenn ich nicht schlachte, habe ich auch mal noch zu essen. Dich gleich. Ja, will ich hoffen für dich. Oh, das ist schön. Ah. Nein. Was ist drin? Was steht da? Ja. Wow. Lol. Ja. Ja. Ja, ja. Ich gehe jetzt ins Bett. Aber vorher muss ich noch ein Stückchen Kohlrabi in den Käfig werfen. Ich wurde mich schon böse angeguckt.
Ja, ich weiß. Aber es gibt doch so eine Krankheit, egal wie viel du schläfst, du bist immer müde. Immer. Nein. Zum Beispiel Flori, den haben wir auch mal gesagt, der soll zum Arzt gehen, weil der setzt sich hin, es dauert keine Minute, der sitzt einfach bloß und pennt. Obwohl er davor 3 Stunden, was weiß ich, 12 Stunden geschlafen hat. Wer? Ach doch. Der macht ja einen halben Tag nichts anderes, Flori, außer pennen. Das ist es ja. Das Tablet hingelegt. Ach, unterm Handy. Nö, Katze sitzt gerade im Fensterbrett und guckt nach draußen. Ja. Ja. Nee, ich glaube nicht mehr. Achso. Nein, hör auf. Wieso machst du eigentlich immer Spektakel, wenn ich ins Bett gehe? Ja, aber man muss es ja mal lernen. Dass, wenn Schlafenszeit ist, dass dann zumindest hier im Bett Ruhe ist. Er muss ja nicht schlafen. Das verlangt er nun. Hä? Sammy, nein. Das kommt mir bekannt vor mit den Pflanzen, ja, stimmt. Und der Affe kommt mir nicht bekannt vor. Ja. Ich
Weiß ich nicht, auf jeden Fall waren da solche Pflanzen. Das ist ja anfangs eben noch verreckt dran. Lecker. Es gibt Fuchs. Doch, ist es live, Liebling. Ach so. Müsste mir jetzt einen Twitch-Account machen und dich hosten. Nee? Also es geht nur, wenn du auch auf Twitch streamen würdest. Ah. Stimmt. Ja, hast recht. Wenn ich nehme ich das einfach auf und lad's dann hoch. Naja, wenn du das anguckst, so, du hörst nur mich reden, die ganze Zeit. Dich hört man ja nicht. Das ist ein bisschen gemein, oder? Wieso? Ja, warum ist das dein Livestream? Ja, dich hört man nicht. Achso. Könnte ich eigentlich glatt als meine Livestreams verkaufen, ne? Wenn ich sie auf meinem hochladen würde. Was? Ha, komisch. Was könntest du? Wieso striken? Und warum? Ja, aber warum sollte es auffallen, dass es nicht von mir ist? Man hört mich die ganze Zeit quatschen. Aber. Okay. So, ich habe die Einverständniserklärung von der. Aber warum sollte ich deine Videos hochladen? Was hätte ich davon? Ganz froh, wenn mich nicht jeder reden hören muss. Aber warum haben deine Videos denn so viele Aufrufe, wenn du es privat stellst? Ja. Stimmt, ja.
Okay. Wieso?
Ja, bitte. Bin noch da. Ja, schwierig. Na gut, ich habe nie PS1 gespielt. Immer nur zugeguckt. Ja. Ich hatte ja nie eine PS, PlayStation irgendwas. Ich hatte eine 64 kurzzeitig mal und dann hatte ich das GameCube. Mehr hatte ich nicht.
Nein, du sollst doch hier hinten nicht Glück haben. Kein Plan mehr, was ich da vorstellen soll. Na, hier hinten bei den Steckdosen. Ja, was denn? Nein, du sollst da hinten nicht hin. Was wäre eine Idee für was Schweres? Ja. Was? Habe ich nicht. Habe ich doch nicht. An sich steht ja die Laptoptasche da, aber da kommt ja mal dahinter. Raus hier! Sofort! Du sollst da hinten nicht hin. Verstehst du mich? Verstehst du mich? Nein. Doch, zwei Flaschen Wasser habe ich hier noch stehen vom Papa. Das reicht. Ja, die Laptop-Tasche steht ja auch noch da. Die ist ein 6er-Pack.
Die sind ja in einem Sechserpack. Da ist ja die Folie noch um. Ja, der sagt, die große, schwere Pflanze, aber die frisst dann erstens das oder er holt mir die ganze Erde raus. Na, weißt du nicht. Nö. Hab ja, soweit es geht, alle Pflanzen hochgestellt. Mama meint schon, die räumen im Blumentopf aus. Was ist jetzt schon wieder los? Warum ist dein Schwanz so buschig? Was hast du schon wieder gemacht? Ich hatte seinen Schatten gesehen oder sowas. Was? Was für ein Problem? Sammy! Mit seinem Schwanz irgendwie. Du musst abkacken. Meinst du? So, was haben wir hier Großes und Schweres? Ein Hasenkäfig. Ein Bügelbrett. Wie stelle ich das in die Ecke rein? Ein überdimensional großen Karton. Das hält ihn auch nicht ab. Das hält ihn auch nicht ab. Richtig. Ja, die Tüte Stroh, die zerruppt er mir. Ja. Hast du Angst vor dem Klopapier oder was ist dein Problem? Nee, hier gibt's nichts. Ja, da steht die Tüte, steht da hier im Flur und da rennt er die ganze Zeit drumherum. Nein, du kommst nicht in die Kammer. Dann nehmen wir den Wäschekorb oder das bringt's auch nicht. Das ist nicht schwer. Was heißt du denn? Der hatte schon Dings voll. Hallo, raus aus der Kammer! Nein! Hier finde ich dich nicht drinne wieder, wenn du hier erstmal drinne bist. Nein. Nein.
Wenn ich den da nicht wiederfinde. Die ist voll. Ich versuch's mal mit den großen Blumenkissen. Vielleicht kriege ich da vielleicht zumindest, dass die Laptop-Tasche nicht mehr umfällt. Was? Nein. Mal gucken, wie lange das hält. Wieso? ja. Nein, lass meine Füße in Ruhe. Genau, ist noch was. Genau. Spoilerst du schon wieder? Mach ich. Ja, gerne.
Bei was? Ja. Lol. Hast vielleicht ein bisschen viel drauf. Wieso? Ich glaube, er hat einfach nur seine 10 Minuten. Nicht, dass ich wüsste, ne? Aber der hat die auch mehrmals am Tag, also. Der ist zu breit gewesen. Und du standst nicht auf dem Holzbrett. Nein, standest du wirklich nicht. Also bei mir nicht. Nee, wirklich nicht. Ich hab's doch gesehen. Ich lass dich nachmittags ja auch nicht mehr schlafen, wenn du abends jedes Mal abdrehst. Machen wir gleich noch Crash? Schon halb 10 ist. Ist klar. Das soll nicht dich aus. Ja. Richtig niedlich. Nein. Hast du auch so 2 Kaninchenohren in der Mitte von deinem Kopf? Immer. Ganz ruhig, Liebling. Ich glaube, als Kind hast du einfach eine höhere Toleranzgrenze bei sowas.
Echt? Ich würde es nicht schaffen. Gesundheit. Oh, Sammy! Das ist mein Tablet.